Herzlich willkommen zu einer neuen Daily DAX US Morning Ausgabe. Heute am Freitag, dem 26. Februar 2021. Gestern hatte ich Ihnen die neue Trading-Idee der Woche präsentiert. Ein Short auf den Dow Jones Index. Und diese Trading-Idee ist durchaus schon mal gut angelaufen. Deshalb werde ich auch schon heute ein wenig den Stoppkurs anpassen. Alle Details entnehmen Sie dem Begleittext. Wir kommen aber mal beim Dow Jones Index auf dem Wochenchart zu sprechen. Wenn ich mit Ihnen ein wenig mehr eben in die Charttechnik hier einführen bzw. sie abholen und sie natürlich darüber informieren, welche Schritte mich hier dazu bewogen haben bzw. auch vor allem, wie der große Plan ist, was die Bewegung angeht. Wir blicken auf den vorliegenden Wochenchart. Wir sehen, das Ganze ist so ein bisschen megafonartig ausgerichtet von der Formation her. Und wir sind eben in dieser Woche mehr oder weniger an die Oberkant wieder gelaufen. Im Tageschart waren wir dadurch massiv überkauft. Das war unter anderem die Beweggrundlage. Im Wochenchart sind wir es ohnehin. Aber gerade im Wochenchart lauert noch ein enormes Abwärtspotenzial. Wir sehen, dass der RSI beispielsweise im Wochenchart durchaus nach der Trend intakt ist, was natürlich auf der einen Seite positiv für die Bullen ist. Das möchten wir ganz klar betonen. Allerdings birgt ein Trendbruch natürlich auch ein enormes Abwärtspotenzial. Und ich gehe eben anhand der derzeitigen gestarteten Kurskonsolidierung aus, dass der Dow Jones Index das nächste Mal das Momentum aus dem Tageschart abruft nach unten, was dann eben dazu führen könnte, dass die Konstellation hieraus zusammenkommt, dass eben dann der Wochenchart entsprechend auch noch auf den Verkaufsmodus drehen könnte. Und rein charttechnisch betrachtet, auch ganz interessant, nämlich mit einem möglichen Rückfall unter die Marke von 31.300 Punkte, würde sich hier auch direkt ein erster Rutsch auf 30.800 Punkte schon anbieten. Also Sie sehen, das ist die erste kleinere Stufe. Eine weitere Stufe natürlich dann ist der Weg in Richtung womöglich 29.700 Punkte. Soweit geht erst einmal wirklich dieser Grundgedanke dieser Trading-Idee, das ist auf den ersten Blick viel, prozentual gesehen ist es allerdings nicht so viel. Aber in Summe wird es auf jeden Fall, wenn es so funktionieren sollte, eine gute Trading-Idee werden. Wir blicken jetzt aber auf einen weiteren Index, und zwar auf den Technologieindex Nasdaq. Auch hier läuft letztendlich alles nach Plan. Wir hatten die Konstellation des aufsteigenden Trendkanals, auch alles soweit positiv. Dann sahen wir den ersten Rückfall unter einer Ausbruchszone in dem Bereich von 13,6. Erstes kleineres Verkaufssignal. Das zweite größere Verkaufssignal war aber dann eben der Trendbruch. Und hier war für mich ganz klar, dass eben die Marschroute, die ich auch angekündigt hatte, Richtung 12,5 dann doch aktiviert sei. Und auch gestern kräftiger Kursrückgang, 3,56% beim Technologieindex Nasdaq. Also wir sehen auch von der Konstellation her Rückfall unter die erste Ausbruchszone oberhalb. Dann eben den Trendbruch, dann noch ein ja, mehr oder weniger Pullback an den gebrochenen Aufwärtstrend und eine Trendfortsetzung. Also alles eine sehr dynamische und derzeit sehr bärische Abwärtsbewegung. Gleichzeitig sehen wir auch, wie der überkaufte Bereich von Mitte Februar nun gut abgebaut wird, Bezug nehmend auf den Tageschart. Aber das ist jetzt einmal der erste Schritt Richtung eben dieser Ausbruchszone zurück zu konsolidieren. Und dann sollte man eben weiter schauen, wie es hier entsprechend weitergehen kann. Dann noch ein Blick auf Amazon. Amazon auch jetzt nun etwas mehr unter Druck, gestern auch unter anderem mit über 3% im Minus. Die Aktie jetzt so langsam deutlich, zumindest im Tageschart gesehen, deutlich überverkauft. Hat gestern im Übrigen die 200-Tage-Linie leicht nun unterboten. Ich bin gespannt, wie es hier weitergeht, ob es tatsächlich jetzt noch ein größeres Verkaufssignal gibt und die Aktie Richtung 2880 US-Dollar wieder konsolidiert. Sollte eben eine etwas größere Kurskorrektur sich beim Technologieindex Nasdaq abzeichnen und eben auch die Marke von 12,5 keinen Halt bieten, dann würde dies wohl der Fall sein. Solange das aber nicht der Fall ist, gehe ich davon aus, dass wir uns dann doch auf dem Weg dahin vermutlich eher wieder stabilisieren werden und dann einen Rücklauf sehen werden Richtung hier des gebrochenen Aufwärtstrends. Aber auch das könnte eben schon ein recht interessanter kurzfristiger Trade sein. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Handelstag.